Herzlich willkommen. Ich möchte mich vorstellen, ich heiße Michael Hammerschmidt und ich bin Kinderlyriker und ich möchte euch gerne ein paar Gedichte vorlesen. Einige davon findet ihr auch in meinem Gedichtband Schlafenbauch. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ihr alle kennt sicher das Gefühl, wenn ihr immer wieder auf etwas wartet und irgendwann einmal den Eindruck habt, ihr wartet eigentlich die ganze Zeit. Und genau von so einem Gefühl handelt das erste Gedicht und es heißt Warten. Warten. Warten, bis wir gehen. Warten, bis wir aufstehen. Warten, bis wir kommen. Warten auf Geburtstag. Warten auf einen Garten. Warten, bis wir essen. Das kann man doch vergessen. Warten, warten, warten. Warten, warten, warten. Warten, warten. Kekse sind gelb. Kekse sind gelb. Die Wohnung ist gelb, die Hände ganz warm und das Gesicht. Die Küche bröselt und die Nase sinkt und die Menschen sind Bienen. Und am Abend erzählt der Tag von den Keksen und der Ofen passt auf sie. Und morgen gibt es noch welche, die heben wir auf und die duften sehr, mehr als alles zu Hause. Sie verbreiten sich im ganzen Haus und streifen durch die Ritzen sogar in die Luft hinaus und machen den Passanten, ich bin mir da sicher, süße, gelbe Kekse-Gedanken. Kekse sind gelb, die Wohnung ist gelb, meine Nase aus Butter, ja sogar die meiner Mutter, was uns beiden gefällt. Im folgenden Gedicht kommt das Wort Topfen vor. Das verwendet man in Bayern und in Österreich und das ist so eine Art Frischkäse und man kennt das in Deutschland unter dem Namen Quark. Denkgedicht. Denkst du an Eis, denkst du an Flocke, denkst du an Flocke, denkst du an Locke, denkst du an Locke, denkst du an Kopf, dann an Schopf, an Zopf, an Topf und denkst du an Topf, denkst du an Topfen, bei Topfen, an Klopfen, an Klopfen denkst du. Du klopfst an und jetzt bist du dran. Genaue Schnecken. Lied. Alles kracht. Aufgewacht. Die Bilder kommen schnell herein. Die Menschen können schrecklich sein. Alles kracht. Aufgewacht. Wir lassen uns nicht schrecken. Wir bleiben. Genaue Schnecken. Schauen hin. Hören genau. Denken nach. Bleiben schlau. Schau. 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 Bist du du? Bist du du? Und bin ich ich? Und wo bist du? Und wo bin ich? Wer? Wo? Und dann habe ich noch ein Gedicht, das heißt E-Learning. Ihr kennt das vielleicht alle in diesen Zeiten. Das geht so. Selbst ziehst du dich an. Und fängst schon an mit Rechnern am Schreibtisch alleine. 7 Uhr in der Früh und es macht dir keine Mühe und es baumeln deine Beine. Und jetzt am Schluss möchte ich euch noch ein Buch empfehlen. Es gibt nämlich ein neues, schmales, wirklich wunderschön von Madeleine Janet illustriertes Buch von einer Dichterkollegin, die dieses Jahr den Josef Guggenmos-Preis verliehen bekommt, Leta Semadeni. Ist ihr Name, sie lebt in der Schweiz und schreibt auf Rätoromanisch und auf Deutsch. Und ich finde, dass ihre Gedichte ganz besonders leuchten. Leuchten? Ja, leuchten. Manche Gedichte können das. Das Buch heißt Tulpen, Tulipanas und ist im Verlag Schweizerisches Jugendschriftenwerk erschienen.